So, herzlich willkommen hier bei Money for Future. In diesem Video wollte ich über die Kompatibilität sprechen von der neuen Battery Box Premium und mit welchen Wechselrichtern sie denn zusammengeht und welche Größen zu welchen Wechselrichtern passen. Und ich werde euch auch nochmal ein PDF, also das PDF, was ich dort für nutze, unten in die Videobeschreibung packen könnt oder beziehungsweise den Link dahin. Und dann könnt ihr euch das auch selber nochmal runterladen und anschauen, welcher Wechselrichter denn mit der neuen Battery Box Premium zusammen funktioniert. Also viel Spaß bei dem Video. Und zwar haben wir ganz viele verschiedene Wechselrichter, also einmal Fronius, Goodwie, ich scroll hier mal so ein bisschen durch, SMA, Kostal und auch Carco und Sungrow. Das sind im Grunde alle die, die dann mit der neuen Battery Box auch zusammen funktionieren, mit der Hochvolt Battery Box wohlgemerkt. Fangen wir mal einfach mal oben an. Also wir haben bei Fronius ja verschiedene Wechselrichtertypen, einmal den Symo, einmal den Primo, einmal den Symo Gen24 Plus und die gehen im Grunde mit nicht allen Batterien zusammen. Also ihr seht das auch hier in der Tabelle, zeige ich euch mal, der Symo Hybrid zum Beispiel, der geht mit der HVS halt gar nicht zusammen, mit der HVM dann aber schon. Ja, das ist die HVS ist im Grunde die kleinere Batterie von den beiden Battery Boxen von den neuen und die HVM ist die größere Battery Box. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gedreht. Und der Primo Gen24, der kann dann halt mit der kleinen Battery Box 5 und 7 zusammengehen und der Symo Gen24 Plus, der kann das dann halt auch mit der 10-2er noch zusammen. Und die beiden können dann aber auch bei der HVM ab 11 Kilowattstunden bis 22 Kilowattstunden hochgehen. Nur bei dem Fronius, ich gucke hier immer so ein bisschen, linse hier ein bisschen drüber über die Kamera, weil ich die Tabelle natürlich nicht im Kopf auswendig kenne. Da sind dann die 22 Kilowattstunden nicht erreicht. So, jetzt kommen wir mal zu dem Goodwie. Der Goodwie ist im Grunde hier der Primus unter den ganzen Dingern. Das ist auch der, den wir ja ganz viel nutzen bei diesen notstromfähigen Systemen. Also der Fronius ist ja auch hier notstromfähig, aber der Goodwie auch. Das ist ein chinesischer Hersteller, der extrem ja, preis-leistungsmäßig sehr gute Fortschritte gemacht hat. Wir hatten den vor 5 Jahren schon mal bei uns mit drin und haben den dann wieder rausgeschmissen. Aber die Chinesen sind einfach unglaublich gut geworden, was die Qualität angeht und auch die Leistung angeht. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann können wir das mit denen auch nochmal probieren. Deswegen haben wir jetzt zwei Wechselrichter bei uns im Depot. Einmal diesen Goodwie-Wechselrichter und einmal den Carco. Den Carco, da kommen wir später nochmal zu. Und zwar seht ihr hier so eine Liste und das eine ist halt einfach, das ET ist sozusagen der Hybrid, beziehungsweise, nee, das sind einfach die einfachen Wechselrichter für AC und DC, also einmal nur für die PV-Anlage und einmal nur für die Batterie und das andere sind die Hybrid-Wechselrichter. Also da gibt es mehrere Wechselrichter, die halt verschiedene Möglichkeiten haben. Einmal nur für die PV-Anlage, einmal nur für die Batterie und dann halt für beides. Ja? Und die sind ziemlich gut, die können im Grunde fast mit allen hier zusammengehen. Seht ihr ja auch, ich blende euch das ja hier die ganze Zeit immer auch ein, dass ihr einfach wisst, okay, wenn ich so ein Goodwie nehme, dann kann ich im Grunde fast mit allen zusammengehen, außer jetzt hier bei dem ETBT mit der HVM 8.3. Diese ganzen Listen, die ich euch jetzt hier gerade zeige, oder diese Liste ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also da gibt es immer wieder Updates, weil die Wechselrichterhersteller dann einfach Anpassungen durchführen. Meistens softwareseitig ist das dann der Fall. Und dann kommen sozusagen noch mehr Batterien dazu, die dann mit den Wechselrichtern funktionieren. So, springen wir mal weiter. Und zwar mit Kostal. Ist auch ein richtig cooler Wechselrichter im Grunde. Also Preis-Leistung super. Ist jetzt nur bei den neuen Wechselrichtern, dem Plenticore hier oben, den ihr hier seht, da haben wir leider keinen Notstrom. Wir haben sogar damals, beziehungsweise unser Geschäftsführer hat damals sogar Kostal und BYD zusammengebracht und diese Kombination von diesem Wechselrichter Kostal und BYD ist die erfolgreichste überhaupt im deutschen Markt. Es ist einfach ein richtig coole Erfolgsgeschichte und das Coole ist im Grunde, dass du einen Hybridwechselrichter hast, der eigentlich für die PV-Anlage da ist und auch sehr günstig ist, sage ich mal, ja, also Preis-Leistung stimmt da total und dann kannst du einfach mit ein paar hundert Euro einen Freischaltcode kaufen bei Kostal und kannst dann noch eine Batterie mit anschließen. Ja, aber natürlich geht nichts ohne Komplikationen, wenn neue Produkte in den Markt kommen, so auch bei den neuen Battery-Boxen. Der Pico,
Ist jetzt hier so ein Wechselrichter, der wurde vorher immer verkauft und der Plenty-Core ist im Grunde der neue. Ihr seht das dann hier oben, dass dann sozusagen der Plenty-Core 3.0, der geht dann zusammen mit der HVS und mit der HVM dann nicht mehr ganz so gut. Und man muss auch sagen, bei den Kostal-Wechselrichtern, das soll jetzt hier nicht irgendwie was schlecht machen oder so, aber der Kostal-Wechselrichter im Moment hat er noch diese 13,5 Ampere und der hat einfach dann eine sehr lange Lade- und Beladezeit bei der HVM, weil die HVM Battery Box hat eine 50, ist eine 50 Ampere Batterie und dadurch ist einfach diese Be- und Entladezeit sehr lang, so lang, dass man sagen muss, so richtig ist das nicht optimal, wenn man die beiden jetzt zusammenbringt. Aber Kostal rüstet nach und es gibt dann einen 26 Ampere Wechselrichter demnächst und dann sollte das alles wieder richtig gut miteinander funktionieren. Aber technisch, wie ihr es hier seht, auch in der Tabelle, funktionieren sehr viele Batterien dann mit diesen Wechselrichtern zusammen. So, das war Kostal. Kostal ist ein Automobilzulieferer. Ist jetzt keine chinesische Firma, sondern tatsächlich eine deutsche. Und die haben halt auch im Leistungselektronikbereich Expertise und haben dann irgendwann angefangen, hey, wir machen dort einfach mal ein paar Wechselrichter und bringen das dann in die PV-Industrie rein. Und die Produkte sind einfach wirklich richtig gut. Wenn man die in die Hand nimmt, dann merkt man einfach, da steht ein sehr, sehr hoher Qualitätsanspruch dahinter. SMA, ja, kennt jeder, ne? Die Aktiengesellschaft, auch weltweit agieren, ein Riesenkonzern, hat jetzt hier ganz viele verschiedene Storages, die dann mit den Batteryboxen zusammenarbeiten. Und da müsst ihr halt so ein bisschen aufpassen. Ihr seht das hier schon, also der Sunny Bay Storage 2.5 und 3.7. Da sind auch immer noch so Sternchen dabei, die seht ihr dann auch hier, das ist noch ein bisschen erklärt, dass es vielleicht sich auch noch ändern kann, Dinge ändern können. Im Zweifel, das kann ich mal hier ganz allgemein sagen, ruft immer noch mal bei dem Wechselrichterhersteller an und fragt dort nach, ob eure Batterie dann auch mit dem Wechselrichterhersteller zusammen funktioniert. Aber ihr seht es schon hier, die SMAs gehen mit der HVS ganz gut zusammen, mit der ganz kleinen, die großen können mit der ganz kleinen nicht so gut, aber ansonsten schon ganz gut. Und dann mit der großen 12,5er können sie bei der HVS dann alle nicht zusammenarbeiten. Liegt einfach daran, dass die Wechselrichter wahrscheinlich bestimmte Spannungsbereiche haben, in denen sie am besten arbeiten und wenn dann eine Batterie größer wird, ja, also ein Modul dazukommt und die Spannung sich erhöht, dann ist es vielleicht für die eine Problematik, damit umzugehen und deswegen können sie dann halt mit einer bestimmten Größe nicht arbeiten und man müsste dann sozusagen nochmal softwareseitig dann Anpassungen vielleicht durchführen. Manchmal geht das aber auch gar nicht, weil es einfach technisch nicht möglich ist. Deswegen seht ihr hier immer so ein paar Einschränkungen. Aber mit der HVM im Grunde können Sie da alles machen, außer mit der ganz kleinen. Das kann nur der Sunny Bay Storage 3.7, wie ihr hier seht. Und das ist natürlich dann aber schon eine große Anzahl von Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr jetzt mit SMA arbeitet. Sungrow ist mir ein sehr unbekannter Wechselrichter. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber kenne den nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne eigentlich immer nur die Carcos und die Goodwiese, beziehungsweise die wir halt auch verkaufen. Und Costa kenne ich auch gut, weil ich einfach mit viele Schulungen mit denen zusammen mache und die einfach einen Top-Job da auch machen. Ja, Sungrow seht ihr auch hier, kann fast mit allen zusammen, außer mit der kleinen HVM. Und dann der Cargo-Wechselrichter, das ist auch ein Hybrid-Wechselrichter, notstromfähig. Richtig cooles Teil, was wir da haben. Der ist vorher von Energy Depot entwickelt worden, eine Firma aus der Schweiz, die dort einen Off-Grid-Wechselrichter im Grunde entwickelt haben. Ein super Wechselrichter, der hocheffizient arbeitet, war 2017 Wechselrichter des Jahres. Deswegen haben wir dann auch gesagt, hey, wir müssen dort diesen Pro-Hybrid mit diesem Carco-Wechselrichter machen. Einziges Nachteil ist, dass dieser Notstrom-Code beziehungsweise diese Notstromfreigabe sehr lange auf sich warten lässt. Also wir haben jetzt Mai 2020, Anfang Mai, also heute ist der 2. Mai. Und wir warten im Grunde schon seit über einem Jahr auf diese Freigabe für diese Notstromfunktion. Technisch ist das alles möglich, aber es soll jetzt wirklich im Juni dann kommen, dass der halt auch wirklich Notstrom kann und Notstrom macht und euer Haus dann einfach, wenn das Netz ausfällt, im Notstrombetrieb dort versorgt. So, ja, den seht ihr auch, kann mit fast allen, außer hier der großen HVS und der kleinen HVM. Da wird es aber auch noch ein Update geben, das weiß ich schon, beziehungsweise soll es das geben, dass es dann auch mit der großen HVS zusammengeht, beziehungsweise dann mit der kleinen HVM zusammengeht.
Aber wie gesagt, da gibt es dann halt noch Veränderungen drin. Ich hoffe, das war interessant für euch. Jetzt wisst ihr ungefähr, welche Wechselrichter, also im Grunde alle gängigen Wechselrichter, die damit zusammenhängen. Wenn noch Fragen sind, dann gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Wir arbeiten hauptsächlich mit Carco und mit Goodwill zusammen. Carco gehört mittlerweile zu Siemens. Auch eine coole Geschichte. Mit Carco Siemens machen wir auch sehr viele Projekte zusammen im großen Industriebereich. Wenn ich da auch noch mal was erzählen soll, dann gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das gefallen hat, oder teilt das Video, falls es jemand anderen interessiert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Sehen wir uns wieder. Haut da rein. Bis dann. Ciao.